Tagchen, Tagchen, liebe Leute. Tobi mein Name, Just Music Berlin. Und ich möchte euch heute mal unsere neuen Module vorstellen, und zwar Patching Panda. Das sind so lustige Leute aus Barcelona und Umgebung. Hier sind die guten Stücke. Alles dabei, was das Herz begehrt. Nicht alles, aber ein paar schöne Sachen. Speziell möchte ich euch heute zwei Module vorstellen. Den Vibrazum. Das ist ein dreifacher Bandpassfilter. Extrem schönes Ding. Und den NVHS. Das ist eine Stimme von der 808, eine Hi-Hat-Stimme. Und ich zeige euch gleich mal, was man damit Schönes machen kann. So, als erstes nehme ich hier einfach vom Graf VCO. Einfach eine Wellenform. Ich habe mir jetzt einfach irgendeine ausgesucht, die klingt dann ungefähr so. Und dann jage ich das Ganze mal durch den Vibrazum. So. So, jetzt hat man für jeden Bandpass hat man nochmal einen Lautstärkeregler. Man hat hier Frequency, Resonanz. Jetzt kann man den so schön einstellen. Jetzt hat man natürlich auch Möglichkeiten, zum Beispiel auf die Frequenz jetzt einfach mal eine LFO zu legen. So, jetzt kann man mal einfach den zweiten Bandpassfilter einstellen. Und jetzt kann man da einfach mal eine andere LFO rauflegen. Nehmen wir mal das. Klingt doch super. So, und jetzt haben wir natürlich aber auch noch einen dritten. Können wir auch nochmal einen anderen LFO rauflegen. Ungefähr so. Und dann kann man mal alle zusammenmischen. Und man hört schon, wie da einfach mal Leben in die Bude kommt. Jetzt jage ich das Ganze hier durch zwei kleine 2 HP-Räte durch, also einmal durch den Verb, den finde ich ziemlich gut, und durch den Delay. Das ist so eine klassische Verschaltung. Instant Ambient, sage ich immer. Kann man hier aufmachen und dann gehen Welten auf. Also man hört richtig, wie das lebt. Können ja einfach mal spaßenshalber den VCO ohne den Vibrazum einfach mal reinstecken. Da hört man, es halt, klingt auch noch schön, weil der VCO ist super, der Verb ist super, Delay ist super, aber ist halt keine Bewegung drin. Und mit dem Vibrazum kriegen wir halt genau diese Bewegung rein. Instant Ambient. So, dann schauen wir uns mal das Hi-Hat-Modul hier von den NVHS an. Ich habe hier mal mit dem Eloquencer, habe ich mal einfach schon mal so eine Hi-Hat-Linie drin, mache ich sie mal an. So, was hat man hier alle drin? Frequency, hier hat man auch wieder Bandpass und Lowpass mit Resonanz. Ich finde hier Bandpass eigentlich immer am schönsten. Dann hat man hier noch Decay. Einschwingverhalten. Ist ziemlich schön. In dem Moment, wenn man jetzt hier zum Beispiel auf das Decay einfach nochmal ein LFO rauflegt, kriegt es auch gleich wieder Leben rein. Was der halt noch besonders hat, finde ich ganz schön, hat noch einen Audioeingang. Heißt, ich kann jetzt hier einfach, wie ich denke, von hier, von dem Oszillator, einfach mal noch was dazu mischen. Und den dann leise nochmal runtergeben. Geht natürlich auch mit Noise, wenn man das Ganze nochmal ein bisschen mehr zerstören will. Ja, ein bisschen zu doll zerstört. Aber ich finde es eigentlich mit einem Oszillator kommt es immer irgendwie am geilsten. Man kann halt jeden Schrott da reinjagen, aber ich finde es jetzt hier in dem Fall mit dem Oszillator eigentlich ganz schön. Ja, und das sind so unsere schönen neuen Module, die wir haben. Und wenn ihr die alle mal ausprobieren wollt, dann kommt doch her zu uns, zu Just Music, und testet die aus. Schönen Tag noch, bis dann.